hoffe, ich muss da hochkommen. Nein, hier geht's auch nicht lang. Oh mein Gott. Komm rein, bevor mich diese doofe Tinte da entdeckt. Ha. So geht das doch. Wacht er bestimmt auf. Nein. Tu's nicht. Als erstes hole ich mir hier unten die Erinnerung. Boah, das war nur eine Flasche. Nicht Flasche, das war nur eine Flasche. So. Na? Ich muss erstmal hier das Zeug wegmachen. Gut, dann mache ich mal das Zeug weg. Sowas hier. Und das da. Hallo. Ich würde gerne das hier vorne treffen. Da. Genau. So, die Frage ist, wie kriege ich den Gong geschlagen? Nein. Nein. Wie kriege ich den Gong geschlagen? Verdammt! Bin ich jetzt zu dumm oder? Warte mal, hier war ich da oben. Hier kann ich nicht mehr zurück. Gibt es hier irgendeine Kettenreaktion? Nein. Nein, nein. Wenn ich hier weiterlaufe. Und dann hier hoch natürlich. Ist die Frage, ob ich von hier irgendwo. Ja, super. Die Frage ist, wie komme ich an den Gong ran? Nein. Mit was kann ich denn noch an den Gong daran? Das habe ich, das habe ich, das habe ich. Da kriege ich nichts mitgerissen.
damit kriege ich auch nichts gerissen. Gibt es hier vielleicht irgendwo noch diese komischen Schleimbiester, die irgendwas gefangen halten? Nein. Da geht's auch nicht weiter. Da ist ein Schlüsselloch. Ja, das habe ich besucht. Hier kann ich nicht drauf. Da falle ich runter. Boah! Ich kann das Ding nicht abschießen. Wenn ich da oben bin, kann ich vielleicht die Klangkräfte benutzen, um da dran zu kommen. Ich meine halt diese Kräfte hier. Ach guck mal, was steht da? Zieh das Ding hier. Ja. Oh. Ich hab's noch nicht gemacht. Ja, klug. Super. Fertig. Aber ich war hier doch schon durch. Ah, da geht's weiter. Super. Würde ich sagen, lasse ich meiner Verpeiltheit noch ein bisschen freien Lauf. Ups. Zack. Und guck mal, wo es hier hingeht durch den Enddarm. Schon wieder so eine Insektenkönigin. Okay. Hatten in China Insekten irgendwas Besonderes zu tun? Ne, nicht zu tun, sondern waren die, galten die als irgendwas Besonderes? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Jung, der F-Fighter ist wieder da. Das ist weg. So, dann. Das Ding ist weg. Dumm, hat mich noch irgendjemand getroffen. Egal. Ab nach unten. Weiter durch das Schlüsselloch. Wieso geht's jetzt eigentlich wieder abwärts? Nur Barbaren betrachten das Ertragen von Schmerz als Maßstab des eigenen Werts. So. Weiter hier. Schön. Oh. Ich glaube, ich laufe einfach mal hier entlang.
Mensch, jetzt sagt mir die Schnauze. Oder. Hallo? Wow. Ja, komm schon. Boah, verdammt. Geht mir doch nicht beide auf den Senkel. So, jetzt aber. Du hast es verdient zu sterben. Ich hasse dich, Insektenvieh. So, jetzt erstmal die Schnauze. Die so unauffällig über mir schwebt und ich dich abgeschossen bekomme deswegen und deshalb von hier aus abschießen muss. Okay. Verdammt. Wieso geht das? Was ist denn hier los? Und noch eine Königin. Warte mal. Habe ich bis jetzt nur männliche? Um die Gestalt eines Wesens korrekt festzuhalten, muss man sie leider töten. Die Objekte der Kunst haben oft zu leiden. Habe ich bis jetzt nur männliche von diesen Wespenteilen gesehen? Oder das kann ja daran liegen, dass es nur noch männliche gibt und die deshalb der weiblichen Göttin huldigen oder sowas in der Richtung. Na? Das letzte bisschen Gipfel zum Berg, würde ich sagen. Machen wir nicht mehr heute. Dazu habe ich leider keine Lust mehr, oder Gott sei Dank. Denn das Spiel nervt manchmal ziemlich, muss ich sagen. Dafür ist es ziemlich gut geglückt. Aber ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und bis dahin, ciao und bis zum nächsten Mal. Haut rein.